Kann ich hier. Oh, hoppla, Pfosten. Ja, das ist so typisch ich. Das würde mir wahrscheinlich im echten Leben auch passieren. Erstmal gechillt gegen den Pfosten laufen. Ich wäre ein schlechter Dieb. Ups. Und gleich mal. Hui. Da können wir auch hoch. Genau, dafür können wir den Schraubenschlüssel nämlich auch brauchen. Sieht total nach Pole Dance aus. Satz mit X oder so, ja. Das ist nicht cool. Das nennen die Arbeit? Sieh zu, dass der Köter nicht kläfft und weckt mich nach der Schicht. Ah, stimmt. Gibt's ja noch diese Hunde. Knirscht mit den Zähnen und seinem verdammten Bein. Wo bin ich? Oh. Ich find's süß, wie er so ein bisschen hin und her wackelt beim Gehen. Ich glaube, den Weg habe ich noch nie da reingenommen. Das ist furchtbar mit der Asche. Ganz eklig. Ein Königreich für einen Kaffee. Du hast gar kein Königreich zu vergeben, mein Freund. Gibt es da noch was, was man holen kann? Wir spielen das jetzt nicht so auf über 100% auf, durch oder so, weil ich sowieso niemals alles finden werde. Das ist, wird einfach so sein. Zum Teufel bin ich. Noch irgendwelche Menschen? Nö. Hier irgendwas? Auch nicht. Aaron. Bin ich krank? Natürlich wirst du nicht alles finden. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ein Körn, nicht alle Körner. Geh sterben. Hase, geh einfach sterben. Ich hab's dir schon mal gesagt diese Woche. Jetzt mal ein bisschen. Z. Northcrest Manor. Von diesem Ufer des Flusses sieht es aus wie ein Mausoleum. Das sieht auch von näher aus wie irgendwas nicht so Nettes. Obwohl Mausoleen ja eigentlich echt hübsch sind, oft. Kann ich da hoch? Cool. Oh. Okay, ich will aber erst den Mond. Das ist nämlich Mohn. Oh, mein Inventar ist voll. Wie nehme ich den denn? Okay. So, jetzt kann ich ihn nämlich pflücken. Um Mohn zu konsumieren, bla 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 bla. Das regeneriert unseren Fokus. Ein Taschenporträt. Noch irgendwas? Muss man vielleicht auf Anhieb sehen könnte. Zur Vordertür komme ich jedenfalls schon mal nicht dran. Achso, das ist ja sowieso nicht die Vordertür. Die Vordertür ist ja die, durch die die Leichen reinkommen. Mondkonsum, so. Ja. Ja, man darf da nicht so vorurteilsbehaftet sein, weißt du?
Weiß gar nicht, wo ich da hinkomme. Oh. Oh. Ich wollte gerade unten durchsliden, aber irgendwie. Ah, siehst du, mit X kann man mich auch einfach runter sliden. Gruselige Musik fängt an. Notiz zum Kohlenraumlager. Das ist unsere Glücksnacht. Sie sind einem der Feiglinge nach oben gefolgt und haben ein schönes Stück gefunden, das er gestohlen haben muss. Ich habe es auf der Rutsche im Kohlenraum gelegt. Ein guter Diebstahl verdient eine Wiederholung, findest du nicht? Wenn du das Ding versetzt, dann achte diesmal darauf, dass Perry jede einzelne Münze vorzählt. Ja, darauf werde ich achten, wenn ich das Ding verkaufe. Ah, Erinnerung an eine Barmherzige. Aber, schön, den würde ich auch tragen. Alice, dein Lächeln wird nie vergessen. Wo steht das? Kann man das sogar irgendwo lesen? Nö. Ich kann auch nicht ranzoomen. Oh. Ich pack mich, war schön mit euch und mal wieder nötig. Nochmal ein ganz fettes Danke an die lieben Fuhur. Ja, Flo, vielen, 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 vielen Dank, dass du es der Eule heute ermöglicht hast. Eule, ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Schön, dass du mal wieder da warst. Das hat mich echt gefreut. Und schlaf schön. Gute Nacht. Und hoffentlich dann auch morgen gute Besserung, dass dein Kopf weh weg ist. Und ich wünsche dir morgen einen tollen Tag. Okay, wir müssen im Kohlenraum auf der... Ich weiß gar nicht, wo der Kohlenraum ist. Ach, das wird wahrscheinlich das sein, was wir gerade gefunden haben. Kommen hier nämlich auch nicht mehr so raus. Eule, alles, was du verpasst, kannst du dann ja wahrscheinlich auf YouTube nachschauen, wenn du das möchtest. Wenn ich jemals dazu komme, das hochzuladen. Yo, Garrett. Hab ja auch einen Follower dafür bekommen. Ja, halt echt. Und der hat sich wahrscheinlich gewundert, hä, warum liest die meinen Follow nicht vor? Das ist ja voll unfair von der. Und wie unhöflich ist sie denn? Und hat wahrscheinlich gleich wieder entfolgt. Hui. Wow. Ja, nicht so unauffällig, Garrett. Da ist die Vordertür, die, durch die wir nicht rein wollen. Wir haben ihn ganz vorsichtig gefahren. Ihr behandelt ihn doch mit Respekt, nicht wahr? Respekt, klar. Stellt den Karren drinnen ab und verschwindet nach Hause. Ab jetzt übernehmen wir. ich habe zumindest keine Benachrichtigung für einen über 9 Follower bekommen. Vielleicht hast du es auch nicht kapiert, kann auch sein. So, da haben die jetzt gerade den Typen reingefahren, den wir beklauen wollen. Und jetzt sind wir in der Fabrik. Wir haben jetzt den kompletten Teil mit dem Hund umgangen. Wahrscheinlich hätten wir da auch noch einiges einsammeln können, aber es ist mir so gerade ganz recht, um ehrlich zu sein. Wo kommt das Licht her? Random einfach irgendeine Beleuchtung. Lüftungsschächte sind halt auch so ein Klassiker, ne? Ich bin sicher, ich hab's eingesteckt. Mist. Das finde ich hier nie wieder. Ja, ich werd's. Vielleicht werde ich's finden. Das kann schon sein. Rocks 10. Entweder Leichen oder diese übergroßen Dreckspuppen. Mhm. Was so weitergeht, rudern sie mich noch nach Moira. Yeah. Mein Biergeld geht schon wieder für Arzneien flöten. Ja, das Problem ich auch jedes Mal. Hallo. Und dann geht auch da runter. Bist du bescheuert? Puppen. Ich bin hier, um eine Leiche zu finden. Finde heraus, wohin die Leichen gebracht werden.
Die Schwermut ist überall. Sorry. Upsi. Das war jetzt irgendwie uncool. Ich verschwende meine Zeit. Er hat sich aus dem Staub gemacht. Du wirst mir nicht entwischen. Hallo? Hier sieht's ja aus wie in einem Schlachthaus. Der arme alte Cornelius ist wohl schon auf dem Band. Ich muss wohl am Fließband arbeiten, um Cornelius zu finden. Das war jetzt nicht so cool. Ich bin wieder da hoch. Boah, jetzt bin ich da noch runtergefallen. Nee. Okay, Wasserpfeile. Ich mach hier erstmal aus. Boah. Hallo? Oh nee, nein, ich hab mich festgepackt. Oh, nee, ich habe nur die falschen Tasten. Ich bin verrutscht auf der Tastatur. Okay, kann ich dann doch vielleicht wieder da hoch? Nee, kann ich nicht, okay. Ich werde krank. Ich werde auch krank. Oh Mann! Mondlicht kann ich halt nicht ausschalten, ne? Oh Mann! Oh, wie uncool. Da, ich wusste es. Es war so klar, dass es einfach zugewagt war und ich habe es trotzdem in meinem Übermut. Kannst da oben nicht das Seil nehmen? Warte. Nee, ich kann das hier nirgends einhaken. Da ist auch kein Seil, an dem ich mich festhalten könnte. Den da oben darf ich nicht alarmieren. Wenigstens die Toten machen keinen Ärger. Jo. Ja, wenigstens die, ne? Hier drin bleibt, sieht er mich. Der Einzige, der hier arbeitet, ist der Ofen. Muss ich warten, bis er zurückkommt. Ich wollte den nämlich eigentlich ganz gern K.O. schlagen. Und in der Ecke werfen. Schon 11 Uhr. Immer noch besser als betteln. So müde. Ja gut, aber das wird so nichts. Vielleicht sieht er mich nicht, wenn ich... Aber wahrscheinlich sieht er mich schon. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich will den da oben halt auch. Der geht mir. Der mit seiner Fernwaffe. Wäre das nicht das Klügste? Vielleicht komm schon. Nach der Schicht zu den Boah, Gott sei Dank. Sammy, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und gute Nacht. Oh, es ist halt auch, also ich vergesse, ich habe ja Urlaub, ich vergesse, dass es unter der Woche ist und ja, sorry. Vielleicht kann ich den auch einfach fertig machen.
sehe ja ungefähr, wo der sitzt oder steht. Und dann könnte ich den... nämlich auch einfach aus dem Weg schaffen, wo ihn der andere nicht sehen kann. Und tschüss. Ja, okay, eigentlich können wir den auch zu seinem Kollegen legen. Nein, tust du nicht. Ja, wie gesagt, ich habe Urlaub und deswegen vergesse ich gerade, dass andere Leute ja arbeiten müssen. Leichentransport. Setzt das Fließband effektiv ein. Die Leichen müssen vor dem Einschalten sicher an den Haken hängen. Am besten geht das durch die Rippen. Ihr dürft nicht zimperlich sein. Der nächste Tollpatsch, dem eine Leiche runterfällt, kriegt selber einen Haken. Rex. Yo. Sympathischer Typ. Oh Gott. Da ist gerade Blut auf uns runtergetropft. Da vorne gibt es noch was? Was man... Oh nein, ich habe daneben geschossen. Ich habe einen Pfeil verschwendet. Verdammt kalt heute Nacht. Jo. Dann sieht der mich nämlich auch nicht. Kannst du die Wachen nicht wenigstens romantisch übereinander legen? Nein. Denn in meinem Stream gibt es keine Liebe. Ja, ich dachte, er hat irgendwas geleuchtet. Da hat was geleuchtet. Hä? Nein. Da, das da. Mach mal den Command Ausrufezeichen Liebe, dann weißt du, was Sache ist. Da ist der... Jetzt kommen wir nämlich wieder ins Treppenhaus. Und da ist der Typ, den ich beklauen wollte und der dann irgendwie ausgerastet ist, weil er mich erwischt hat. Ups. Wo ist denn der irgendwo oben, ne? Da sind wir da rausgekommen? Nee. Das war viel weiter oben, oder? Sie hat recht. Ja. Habe ich den abgeschafft? Ich habe es vergessen. Kann auch sein, dass ich ihn echt abgeschafft habe. Ich habe nämlich ein paar Commands weggemacht, weil mir die Liste einfach zu lang geworden ist. Es gibt keine Liebe in Kükenstream, es ist ein Traum, der uns gefällt. Es gibt nur Lüge, Gier und Hass und viele Tränen dick und nass. Ja. Vielleicht, ja, körperliche Liebe gibt's schon. Ach, Hase, das hast du sehr schön ausgedrückt. Das muss ich schon mal sagen. Ah, diese wunderschönen... Da sind wir, glaube ich, rausgekommen. Und wo ist der Typ? Sie wollen in den Eintopf werfen. Ja, wahrscheinlich dich. Ratten. Ich glaube, es sind Ratten. Da kommt er zurück. Was ist? Will keiner gegen die Ausgangssperre verstoßen? Ich will wissen, was da oben ist. Aber Liebe und Romantik sind schon was... Ach, was? Vater hat immer gesagt, ich würde in der... Oh Mann, Bastian, danke schön für den Host. Danke. Ich glaube, meine Alerts sind ausgeblendet, weil wir hier gerade... Ja... Willkommen bei Thief, voll professionell und so, zocken und ja. Hey, ich dachte, der kommt zurück, ich meine, ich will dem um seine Geldbörse erleichtern, das wäre jetzt echt ganz nett. Ja, willkommen nochmal, oh Mann, ich glaube, das ist das erste Mal, dass mich jemand hostet. Ja, hättest du halt die Hose gewechselt, dann wäre es nicht so ekelhaft. Ihr gesagt, dass unser Leben sich verändern würde. Ja, habe ich auch gesagt.
in dein Gesicht, mein Freund. Alerts sind da. Ach, schön. Mir ist gerade nur im Chat das angezeigt worden, weil ich keinen zweiten Monitor habe, wo ich das sehen könnte irgendwie. So. Können wir denn? Wir probieren das jetzt. Ups. Komm mit. Ich möchte nur wissen, wie es aussieht. Ach, schön. Ach, schön. Ha. Schön nach den Kopf gestoßen. Das ist doch schön. Siehst du, Hase, mehr Liebe gibt's nicht in meinem Chat. Oder hat er seine Axt verloren und seinen Schraubenschlüssel? Oder sein Eisen oder so? Keine Ahnung. Wieder hoch. Da kann man bestimmt noch irgendwo irgendwas... Seht ihr, jetzt mache ich das schon wieder. So. Hallo? Bist du bescheuert? Geh doch da hoch. Ja. Oh, das ist das Geräusch für einen geheimen Ort oder sowas? Nice. Sind hier irgendwelche Leute? Nö. So. Wir räumen gerade eine Fabrik aus, falls überhaupt noch irgendjemand zuschaut. Ist hier noch irgendwas? Ja, die habe ich jetzt gesehen. Das noch? Ich glaube, hier haben wir schon das nächste Sammlerstück. Oder auch nicht. Okay, kein Sammlerstück. Aber immerhin. Ein bisschen Kohle haben wir abgesahnt. Ist doch auch schon mal nicht schlecht. Halten die Puppen hinter der Kiste Händchen? Halten die Händchen? Die halten doch nicht Händchen. Ah, oh, ist das süß. Ein bisschen halten sie schon Händchen. Dass dir sowas wieder auffällt. So. Achso, nee. Hä, wo kam ich denn her? Ach, da. So, da müssen wir uns ja keine Sorgen machen, dass uns jemand findet. Das haben wir mitgenommen. Ha, es gibt hier doch Liebe. Ja, nee. Guck mal, die halten auch so. Nee, die halten nicht. Okay, die touchen sich nur ein bisschen. Wenn man jetzt darauf geachtet hätte, ob die Puppen jetzt andersrum stehen, dann wäre das wahrscheinlich nochmal so ein Gruselfaktor gewesen. Aber ich habe nicht drauf geachtet. So. Ach nein, ich will da unten. Ja, Garrett, du hast ein hartes Leben. Ich will da unten. Da rein. Uff. So. Hat er denn eine Geldbörse? Ich hab's nicht gesehen. Hui. Hey. Nein, das ist ein Aschenbecher. Aber das war auch nicht das Ende des Kohleschachts, glaube ich. Scheint niemand unterwegs zu sein. Z. Ups. Ah. Da ich komme an die Haken ran. Muss ich hin. Ja. Bist du bescheuert, hör auf. Da muss ich hin. Quasi so tun, als wäre ich eine Leiche. Aber bitte nicht durch den Rippenbogen. Autschi. So, wir speichern mal ganz kurz nochmal. Einfach, weil wir können und weil wir vermutlich auch sollten. Da ist der Typ mit der Armbrust.
bin mir nicht sicher, ob ich es... ob ich es toll fände, von dem gesehen zu werden. Wieso habe ich die Truhe geschlossen? Ich dachte, da sei Abyss drin.